Hallo, im heutigen Video geht es um den Mod Rasen- und Brennholzkunden. Das ist vom Autor Hilly Farms und hat eine Größe von 2,27 MB. Im Grunde geht es darum, dass man hier, oder ich lese euch das mal vom Modder selbst vor, bringt ein Geschäft mit häuslichen Gartendienstleistungen in Schwung. Platziere diesen Verkaufspunkt in den Hinterhöfen der Dekohäuser auf deiner Karte und gewinne Kunden für das Rasenmähen. Kippe das Gras von den Grasfängern des Rasenmähers auf die Plane und der Besitzer wird einen fairen Preis für das Mähen seines Rasens zahlen. Die Farbe der Plane gibt den Preis an, den der Kunde zahlt. Grün ist großzügig, blau ist sparsam, grau ist geizig. Auf diese Weise kannst du berechnen, was deine Zeit wert ist und das Spiel ausgleichen. Liefere auch Brennholz an die Kunden. Du erhältst den Preis des Sägewerks, musst aber kleine Scheite oder gehacktes Brennholz liefern. Die kleine Version hat dieselbe Funktion wie die Standardversion, aber sie hat eine kleinere Grundfläche und keine Holzstapeldekoration. Bei der kleinen Version findest du den Holzverkaufsbricker an einer der Planecken. Im Grunde geht es darum, es ist ein Verkaufspunkt für Brennholz und quasi wenn du in den bei dem Dekohaus eine Rasenfläche hast und die mähst, kannst du da quasi dieses Gras abkippen und bekommst dann dafür Geld. So sieht das Ganze aus. Da sieht man diese graue Plane, grüne Plane und blaue Plane und hier auch nochmal mit der Holzstapeldekoration. Und dementsprechend ist der Preis also gut. Grün ist großzügig, blau ist normal und grau ist geizig. Also dementsprechend, wenn man bei der grünen Verkaufsstelle verkauft, bekommt man mehr, bei der blauen weniger und bei der grauen noch weniger. Dann schauen wir mal ins Ding. Ihr findet das Ganze im Baumenü und zwar unter Produktion und Verkaufsstation. Hier wäre es dann. Hier hätte man quasi in blau, also großzügig. Eine großzügige Bezahlung kostet 50 Euro. Dann haben wir es hier in Grau, kostet 25 Euro. Und in Grün kostet 75 Euro. Also sparen 75 Euro. Dieses ist quasi das Großzügige, das Medium. Und das ist das Geizige. Und hier nochmal die Planen. Kosten genauso viel. Also das Graue 25 Euro. Das Grüne 75 Euro. Und das Blaue 50 Euro. Kann man hier einfach platzieren. Problem ist, die Karte muss quasi zulassen. Oder beziehungsweise diese Grundstücke müsst ihr quasi besitzen, weil sonst könnt ihr die Plane nicht platzieren. Wie zum Beispiel hier auf meiner First-Inning-Karte. Doch, es geht sogar. Vorher beim Probieren hat es aber nicht funktioniert. Ach, das war, ja, aber das war gut. Würde funktionieren. Kann man dann quasi bei den Dekohäusern so platzieren. Und dann eben an verschiedenen Häusern quasi, dass man dann auch verschiedene Abladepunkte hat. Gut, das jetzt hier müssen wir so hinmachen. Genau, und dann hat man hier die verschiedenen Verkaufspunkte. Die müssten eigentlich auch auf der Karte dann eingezeichnet sein. Ja, hier sieht man es. Da hat man dann quasi auch die Anzeige, wo die verschiedenen Kunden sind, die man beliefern muss. Ich weiß jetzt nicht, oder der Modder hat auch nichts dazu geschrieben, wie es ausschaut mit einem Limit. Wäre natürlich schön, aber wenn er es nicht geschrieben hat, wird er es wahrscheinlich nicht haben. Also kann man unendliche Mengen verkaufen pro Station. Hier wäre vielleicht ein Limit nicht schlecht, dass man dann eben auch genötigt ist, verschiedene anzufahren und da quasi dann darüber, dass man es immer wieder befüllt. Dann das Geld generiert wird. Ich habe schon mal vorbereitet, so ein bisschen Gras zum Abladen. Wenn wir jetzt da quasi herfahren, dann kommt da gleich das Überladesymbol und dann sehen wir, wie oben quasi für dieses Gras, wo man dann gemäht hat, man kann auch jedes Gras abliefern, aber jetzt zum Beispiel, wenn man in dem bei dem Rasen, bei dem Haus gemäht hat, dass man das abladen kann. Dann haben wir hier noch auf der Plane können wir dann auch dieses Brennholz platzieren. Oder nein, Plane glaube ich was nicht. Können wir mal her tun. Hier wäre der Trigger zum Entladen selbst. Das macht jetzt aber in dem Fall nicht. Sondern vorhin habe ich es hier hingelegt. Und dann hat es funktioniert. Okay, probieren wir mal was anderes. Kaufen uns eine Motorsäge. Zerschneiden es einfach mal.
Haben wir im Grunde Holzscheite. Nochmal einmal in der Mitte. Es gibt ja auch so Brennholzspalter, da habe ich ja schon ein Video auch dazu gemacht, wo man dann direkt auch Brennholz produzieren kann, also eine Maschine das Brennholz fertigt. Und jetzt schauen wir mal, ob es jetzt geht. Okay, geht immer noch nicht. War der Punkt schon hier irgendwo? Warten wir hier. Eieieiei. Der Vorführeffekt. Vielleicht muss er auch hier hin. Ah, jetzt hat es funktioniert. Quasi da ist anscheinend der dritte Trigger. Quasi, wenn man es da hinlegt, dann kann man es verkaufen. Ist noch allerdings die Frage bei diesem Plan selbst. Okay, jetzt hat es funktioniert. Auch da am Rand der Pläne quasi. Wir können ja auch mal den großen probieren. Das quasi hier neben der Plane in diesem Bereich wird wahrscheinlich dieser Trigger sein. Und dann ebenfalls auch hier am Rand fürs Brennholz und dann die Pläne quasi für den Rasen. Gut, dann sind wir mit der Erklärung fertig. Also ich finde es einen guten Mod. Vor allen Dingen, wenn man Holz machen will oder Brennholz verkaufen. Gut, die Sache mit dem Füllstand. Aber das ist auch von Mod zu Mod unterschiedlich. Das ist ja was, wo es direkt verkauft wird. Deswegen ist es von der Spiel-Engine, denke ich mal, nicht möglich, dass man hier ein Limit setzt. Man könnte es jetzt schon machen, wie beim Sägewerk, dass man einfach, dass man das mit einem Sägewerk Verkaufsstelle aufbaut. Das quasi eingelagert wird und dann pro Stunde verkauft wird. Wäre vielleicht noch eine Anmerkung für Modder selbst. Denk mal, vom Realismus wird es nicht viel nehmen, weil normal ist ja auch so, man liefert das, ja, gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Normal liefert man das Brennholz zum Kunden in der echten Welt und dann kauft er das auf dem Schlag quasi ab. Aber hier ist halt einfach, es wäre noch das kleine Tüpfelchen beim Realismus, wenn man das eben so gestalten könnte, dass es ein Limit gibt. Also, dass man nicht immer zu einem hinfahrt, sondern dann eben mehrere Stellen beliefern kann. Wie zum Beispiel bei meinem Futtergruppen-Mod, da ist es auch so, legt man quasi so einen Heuballen rein und dann baut sich der über die Zeit ab. Und so ist man halt immer, wenn man das die Futtergruppen halt betreiben will und hier immer Einnahmen erzielen will, muss man die halt immer regelmäßig befüllen. Während man hier quasi einfach unendlich Holz abliefern kann. Gut, ja, das war's zu dem Mod. Also wie gesagt, ich finde ihn gut. Gibt zwar das eine noch zu verbessern oder beziehungsweise könnte man anders gestalten, dass man halt mehr auch mit dem Auffüllen immer beschäftigt wäre und nicht an einer Stelle abladet. Aber so ist ein super Mod, eben auch für, wie gesagt, jemand, den wo Brennholzverkauf machen will, in Farming Simulator eigentlich optimal. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt den Kanal abonnieren. Und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann!